gut angefangen, 25 Minuten super gespielt, wirklich auch mal der Gegner auch im Griff gehabt, das 1-0 gemacht, schön rausgespielt und dann haben wir letztendlich einen Fehler von uns, einen eigenen Fehler, Albstadt letztendlich zurückgebracht ins Spiel, wobei bis zur Halbzeit ist dann nichts mehr passiert und in der zweiten Halbzeit haben wir eigentlich nur noch reagiert, also da hat dann einfach Albstadt mit ihrer langen Bälle die eine oder andere größere Chance gehabt und wir haben eigentlich nichts mehr groß zuzusetzen gehabt, das war echt schade, auch überraschend und in dem Fall muss man sich mit der Punkteteilung einfach abgeben. Uns nützt nichts, ich denke Albstadt nützt mehr. Wir sind schon ein bisschen enttäuscht, aber aufgrund der zweiten Halbzeit müssen wir sich halt nicht abgeben. Ja, zum Spiel 1-1 müssen wir so annehmen. Erste Halbzeit war von unserer Seite ganz schlecht. Also da, das, was wir uns vornehmen, haben wir zu 100% nicht umsetzen können. Da war Zimmermann und Rottweil besser, lauffreudiger, haben die Zweikämpfe besser angenommen. Und da können wir von Glück sprechen, dass wir mit einer 1-1, einem schmeichelhaften 1-1 in die Halbzeit gehen. Zweite Halbzeit, komplett anderes Spiel. Waren wir viel, viel besser im Spiel, hattet auch sehr, sehr viele Chancen. Und der Kollege sagt 10-1 Chancenverhältnis in der zweiten Halbzeit. Dann kann ich das Spiel aufgrund der ersten Halbzeit, sogar aufgrund der ersten Halbzeit, wenn wir so unter das Spiel haben, dann sogar gewinnen. Aber ja, das passt heute ins Spiel, dass wir dann auch die glasklare Chance dann nicht verwertet haben, weil wir zum Teil immer die falsche Entscheidung getroffen haben. Wenn wir hätte Gewehr spielen, dann haben wir aufs Tor geschossen. Wenn wir hätten schießen müssen, dann haben wir wieder Gewehr gespielt. Und ja, von 16 Meter, freie Schussbahn, schießen wir genau in die Mitte. Auf den Torwart kommt sie nur ein bisschen links oder rechts, dann ist es ein Tor, also von dem her gesehen ist es. Ja, haben wir Luft noch. Mehr als. Und ihr könnt das Spiel noch verlieren. Wir können das Spiel noch verlieren mit der letzten Aktion, ja. Wo der Andi dann im Kamikaze-Tackling dann noch grätscht, wenn er da ganz gleich bis der Fuß vom Gegner trifft, ist es 11 Meter. Aber das hat er müssen machen, weil der war ja dann 11, 12 Meter frei, ja, frei vor dem Tor. Und dann kann ich das Spiel verlieren. Hätte fast nur ins Spiel gepasst. Aber ja, jetzt haben wir 1-1 gespielt. Vielleicht ist der Punkt in der Endabrechnung noch Gold wert, wie man so schön sagt. Man kann sich auch alles schön reden, aber vielleicht ist er noch Gold wert. Sehr modern. Ja. Wobei, ihr habt eigentlich recht gut angefangen. Also, was heißt recht gut angefangen? Aber ihr habt auch in den ersten 15 Minuten drei Chancen gehabt. Aber alle nur nicht zu Ende gespielt. Ja, so halb Chance. Einmal der Haken, ja. Oder Volley. Fiorenza, ja. Also im Prinzip das 1-1 war ein Geschenk. Gott sei Dank hat es gebindet. Okay. Das ist der Rückpass. Schneller war ich. Und dann ist es in dem Fall langsam. Ja. Wenn er schneller wird, dann wäre es mit Teil aufkommen. Das ist schneller wohl ein bisschen suchen. Aber ist ja egal. Okay, was mehr will ich eigentlich gar nicht sagen. Ja,